Meint ihr, dass... Der Monitor kann es ja nicht sein, weil mit anderen Grafikkarten... Also, ich habe mit deinen 2070 geht's, Kalle. Ich hab noch eine 1080 gehabt zum Test auch da. Mit der geht's auch ohne Probleme. Nur mit der neuen geht's ja nicht, mit der 4070. Vielleicht morgen im Laufe des Tages bringt vielleicht mal jemand auch an noch eine 4070 vorbei, dass ich mal da eine Stunde testen kann. Und dann kann ich euch Bescheid sagen. Mit einer zweiten 4070. Und wenn es dann genauso ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht doch das Board. Oh, Ubisoft hat gerade Sale, ne? Ja, jetzt verkaufen sie dir scheiß Assassin's Creed alle 500 Teile. Ja, und alle Far Cry und alles Anno und... Kein Mensch braucht die Far Cry und die Assassin's Creed. Das ist schon so oft im Sale Katastrophe, gell? Was da ja, alles ist. Der letzte Far Cry, den ich gespielt habe, war der zweite Teil. Ja, ich glaube nicht. Also ein bisschen nur. Teil 1 war gigantisch, da habe ich auch Multiplayer gespielt. Es war so ein bisschen Quake-ähnlich, da war nicht cool. Ich habe mir aber einem Kumpel zugeschaut, aber es war nett. Ich habe mir immer mal vorgenommen, einen neuen Teil zu spielen, aber ich kriege mich nicht motiviert. Ist eh immer dasselbe. Und Prince of Persia Dreck oder so? Oh, Prince of Persia war früher zumindest cool. Das erste war witzig für Atari. Ah, das, okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber da gab es doch auch mal so ein Remake von, obwohl es gab bestimmt schon 100 Remakes, ne? Eins davon war ziemlich gut. Da, wo der Fehler am meisten auftritt, Kalle, ist sogar FPS-Log in WoW auf 144. Mach auf. Scheiße, Mann, ich habe immer gespeichert. Immer. Alle paar Sekunden gespeichert. Und diesmal nicht. Ich glaube, die Einladung funktioniert schon wieder nicht. Doch jetzt, oh. Also ich habe gerade Headset eingestellt, nichts gehört, was du gesagt hast. Ich wundere mich gerade, dass das mit der Einladung geht. Best, oder? Okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir das jetzt? Nehmen wir das Betäubungsgewehr mit oder nicht? Keine Ahnung, das braucht irgendwelche Bolzen. Hat man sowas? Also du weißt schon, solche Aufsätze. Weiß ich nicht, ich habe einen Shotgun-Aufsatz. Nein, du brauchst Munition für die Betäubungswaffe. Zumindest schießt man und dann lädt man das nach mit R. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Keine Ahnung, aber Test würde ich, müssen aber nicht jetzt holen, wir können doch ein andermal holen. So einen Tauchanzug für dich machen, dann weiter. In der nächsten Hülle. Da meinte Karl, das war die schlimmste Hülle, in der er war. Die nächste. Ich bin da wirklich nur mit gut Glück durchgekommen, das erste Mal. Katana haben wir doch nicht, Humops. Was haben wir noch nicht gefunden? Es gibt ja auch so eine Feuerwerks wie in Teil 1, haben wir auch noch nicht gefunden. Wir sind jetzt eigentlich gerade dabei, es zu entdecken. Oh, okay, jetzt lässt gerade, wenn du reinlädst, okay. Jetzt läuft's noch gut und gleich läuft's wieder wie Kacke. Ja, das weiß ich nicht, wenn es irgendwie lädt oder so, glaube ich. Es synchronisiert dann scheiße. Teil 1 war nicht anders. Terin für die Waffe? Okay, dann läufst du und holst den Taucheranzug und ich versuche die Waffe zu holen, Betäubungswaffe zu holen, oder? Die Trennmons oder wie? Und wie machen wir das? Wenn ich halt den Weg finde. Warum, wenn du die eh holen gehst, warum sollten wir uns dann trennen? Ja, so, willst du sie auch haben? Na gut, okay. Ja, wenn du sie eh holen gehst. Warte, dann baue ich noch ein paar Bomben vorher. Warte mal, ich habe die ja vorher... Oh, jetzt sehe ich wieder was, wie geil.
Aber ich muss ja alles neu einstellen. Oh. Die ganzen Tastenkürzel auch alle weg. Sind die bei mir noch da? Okay, die Axt ist noch da. Okay, das klingt krass, was Humor schreibt hier. Vom Schneegipfel bis zu seinem Zuhause hat er einfach in den Himmel die Gegner von gefallen sind. Krass. Stimmt, okay, so fängt jeder Horrorfilm an, ja. Null? Molotovs? Okay. Sind nur einer ist nicht da. Molotovs sind. Aber natürlich legst du jetzt wieder das Feuerzeug an. Einfach so. Granaten sind 6. Molotov sind 5. Das ist 8. Das war die Uhr. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn diese Höhle alles verbraten, weil anscheinend laut Kalle ist die nächste Höhle noch schlimmer. Die ist ja noch entspannt, die Höhle. Okay, ich verbrate nicht alles. Legt mal 1-2 Rüstung an. Also ich meine an Bomben und sowas. Nee, ich töte hier nichts. Ich hab's nur, falls wir irgendwie eingeengt sind und nicht mehr zurückkommen haben, muss man sie doch durchspringen. Du musst im Prinzip immer rechts laufen. Rechts, rechts, rechts. Okay. Wenn es nicht rechts geht, halt so lange links, bis es wieder rechts geht. Ich muss erst mal schauen. Hier kommen wir lang, ne? Hier kommen wir lang. Und okay, jetzt hier voll dunkel. Und woher kommen wir hier zurück? Wir springen ja hier runter. Aber da könnten wir wieder zurückgehen, oder? Hier eigentlich. Ja, wir sind gerade hier hoch. Ja, haben wir doch auch gemacht damals. Wir sind nur doch hier, nur hier bin ich immer falsch abgebogen irgendwie. Jetzt fangen die an, schau. Boah, ich sehe ja richtig viel jetzt hier. Läuft vor allem nichts. Okay, Einschlag habe ich schon abbekommen, Rüstung weg. Rechts, rechts hast du. Oh, halbes Leben. Halbes Leben. 6. Du hast noch ein halbes Leben oder. Ich habe noch halbes Leben weg. Beides. Ja, jetzt kannst du aber was nachtanken, jetzt sind die weg. Habe ich gemacht, ja. Kommt ja nicht nach. Das? Hast du das auf Tastenkürzel oder wie ging das so schnell? Ja, na klar. Heim weiß auf Tastenkürzel. 1 bis 0 habe ich. Vorsicht. Ja, klar. Okay, ich lauf. Du bist schon wieder weg. Da, ach, da bist ich bin noch bei dir. So, jetzt kommt der Groove. Ich muss ganz normal gehen. Wegen Ausdauer. Ich hätte noch Energy Drinks saufen sollen. Jetzt kommen die Babys. Aber jetzt ist sehr viel leerer als eben. Eben waren viel mehr da. Das hier ist, das jetzt ist ja gar nichts. Entspannt. Hab sie? Ja. Ich hab sie auch. Geht das zurück? Also hier ist jetzt. Also wir haben gerade übelst Lack, ne? Wenn das jetzt auf der anderen Seite auch so lang geht. Das ist ja das Lustige. Du siehst ja halt, du siehst ja manchmal Videos oder Streams, die laufen durch, da ist kein Mob. Gehen wir da so ein 100 drin. Ey, das ist eben so. Und dann kommt jemand und denkt dir, was für ein Schlappschwanz du bist. Aber irgendwann halt niemand drin und du bist halt mit 100 beschäftigt. Selbst als du da lang gelaufen bist, waren es vielleicht die Hälfte nur. Also ich laufe jetzt runter. Ich bin hinter dir. Ich gehe. Bin
Dann sind es muss gehen, muss gehen, muss laufen. Help. War auch hier alles leer, keine Babys. Ah. Und das Lustige ist, wir haben ja gerade gespeichert eigentlich oder geladen und müsste eigentlich alles voll sein. Das müsste dasselbe sein, ne? Ja, ja. Genau. Es müsste eigentlich alles, es müsste eigentlich alles voll sein. Aber wenn du lädst, ist eigentlich alles voll. Boah, jetzt bin ich falsch gelaufen. Jetzt bin ich mal links gelaufen. Aber irgendwie... Wir sind wieder beim Start hier. Aber wir können ja mal kurz speichern, ist ja egal. Lass mal kurz speichern. Damit wir schon mal einen kleinen Progress haben. Und ich muss dann noch kurz was essen. Gibt's doch Wasserflasche, Taucherflasche. Aber ich habe schon genug von denen. So. Trockenes Fleisch. Habe ich. Energy. Den speichere ich mal. Okay. Schön. Oh, das sind Powerriegel, ne? Mhm, genau wie Energy Drink. Glaube ich, oder? Naja, gut. Kann sein, dass du das schon mal gesagt hast, aber wenn man es das erste Mal ausprobiert hat. Naja, gut. Okay. Let's go. Mal gucken, ob wir wieder so viel Glück haben. Wir müssen jetzt links. Du hast gesagt, nur rechts halten. Nee, genau, jetzt müssen wir links, gell? Ja. Freuen Sie mal uns rechts, dann müssen wir schauen. Ja. Gucken wir mal. Ansonsten. Und jetzt können wir eh wieder looten, alles wieder. Nachher. Die ganzen Dörfer und so. Alles wieder neu gespawnt. Okay, hier sind schon viele, war ja vorher auch. Ja, geht noch. Ja, ja. Boah, ist alles voll nett. Ja. Ja, ja, geht. Ich laufe jetzt links Richtung Wasser. Ich bin links, da musst du auch links sein. Ja. Alles voll hier, krass. Genau, hier ist nochmal so ein Ding. Genau, hier war vorhin aber auch Babys und sowas. Ich tue einfach da abbiegen, wo es geht. Noch ist hier nichts, aber hier. Lauf, lauf, da kommt was. Spannend, ich muss verbücken. Jo, wir sind da, fertig, das war's. Ja, so ja. Hatte ich es erstmal auch gemacht, deswegen war das für mich halt entspannt auch. Man muss es halt nur kennen, ne? Man muss es halt nur kennen, ist ja das Problem. Erkennen ist eine Sache, aber es ist schon sehr wenig gerade da. Aber ich beschwere mich jetzt mal nicht. Nö, schau, siehst du, das deswegen war ich halt ein bisschen traurig, dass ich das nicht nochmal machen will, aber jetzt haben wir es ja gesehen. Ja, dann müssen wir nur ins Wasser, dass wir überleben, den Hai. Habe ich nicht vorhin noch eine Ecke gefunden, wo Loot lag? Wo du sagtest, ach, hier liegt auch was? Oder? Ja, hier sind so ein paar Stoff, war hier. Oh, beide sind immer gut. Arme. Ich nehme die gar nicht mehr mit. Stimmt? Ah, hier, siehst du, da liegt noch. Oh, Soda. Geil. Oder? Ne? So, ja, ich muss auch mal meine Rüstung anziehen. Okay. Wasser? Rein oder was? Action? Jo. Tu mal die Taschenlampe schon mal jetzt weg. Alles weg und dann. Zack. Zum Glück hat dieser Anzug Licht. Nur ich habe noch nie diesen Hai gesehen. Die sagten, hier ist der Hai in der Höhle. Viele. Ich bin aber, als ich zum Boot geschwommen bin, bin ich mir wieder angegriffen worden. Ja, habe ich gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr. Ich hatte halt gehört, dass das passiert. Ich hatte zwei Rüstungen und volles Leben und bin dann kurz angegriffen worden, Rüstung weg und das Leben war ein bisschen weg, aber es ist nichts passiert Schlimmes. Ja,
Ja, die meinten irgendwie, wenn man zu zweit einer lenkt ab, der andere geht hin oder irgendwie sowas. Und ist klasse, ich musste zweimal hinschwimmen, ne? Einmal links geschwommen, hab dann gelootet mit Ede, meinte hier Manuel, ich soll aufs Boot drauf. Sag ich, ja wie denn? Geht doch gar nicht. Ja doch, da muss man irgendwie da so drücken und machen und tun, da ist irgend so eine komische Leiter. Dann habe ich geschaut, probiert, ging nicht. Dann heißt es ja, ich muss weiter weg vom Boot. Das geht nicht, wenn du so nah dran bist. Ja, toll. Boah. Das sind so Sachen, das, da fragt man sich, machen die das zum ersten Mal? Und nee, machen sie nicht. Ja, du stehst da schon mal. Wenn das hier das Boot ist, hier dieser Stein, ja, ich stehe dran genau, und versuche hochzukommen und nein, ich muss 10 Meter weiter weg und dann kann ich das E drücken. Ja, ne? Genau. Man müsste einfach nur den Bereich großräumig Trigger-Button und fertig. Aber nein, man macht es eher so, du musst die Kante erwischen oder sowas. Du musst 10 Meter weiter weg, damit du das siehst, was du drückst irgendwie. Das ist typisch Survival Games. Das einzige Spiel, das das gut kann, ist Minecraft. Wobei, ich will jetzt nicht sagen, aber ich habe ja auch nicht Icarus gespielt zum Beispiel. Jetzt bin ich ziemlich ungespoilert noch bei dem Game. Also bei Icarus, wenn du willst, dass wir spielen, hätte ich eine Idee. Du brauchst es dir gar nicht kaufen, weil ich hab das ja damals zweimal gehabt. Einmal für einen indirekten Server und einmal für mich. Könnte ich das sogar teilen. Können wir zusammen das auch anfangen. Mit Server, mit allem. Wenn du Lust hast. Hast du ja eh gesagt. Ich guck mir das an, wenn es mir gefällt, ist schön. Aber vermutlich wird es mir gefallen. Das ist ja super, also das ist ja katastrophengeil. So, jetzt geh mal zu deinem Punkt auf der Karte. Ja, pass auf, der ist. Guck mal geradeaus, wo ich hingucke. Ich würde sagen, ungefähr 10 Kilometer. Auf dem Wasser? 20. Ja, ewig weit weg. Nee, das geht also gar nicht, weil normalerweise das Boot doch hier, hä? Verstehe ich nicht. Es ist quasi, wenn du ganz rauszoomst aus der Karte, siehst du noch eine kleine Ecke von dem Punkt. Mitten im Wasser. Das kann doch nicht sein. Echt? Soll ich das Screenshot machen? Ja, mach mal kurz, weil ich war hier. Ich muss ja erstmal eine Position finden, dass man... Okay, warte mal, wie macht man denn heutzutage Screenshots? Druckentaste. Normal bei Windows. Ich habe halt ein extra Tool dafür. Ja, geht das mit dem Snap-Tool auch mittlerweile? Ja. Okay, weil Snap-Tool ist ja noch besser. Passt echt, Kalle? Ja? Oh, okay, nee, ja, dann passt das schon. Dann bin ich hierher gelaufen die ganze Zeit. Ja, okay. Gut, dann gehen wir einfach am Strand entlang. Ja, warte. Gut. Geht schon mal zum... Achso, nicht, bleib hier, nicht, dass du dann... So, jetzt speichern. Ich habe einfach ein Tool, das drücke ich halt, die Tastenkombination. Dann kann ich mir den Bereich auswählen, was ich screenshotte und dann tut es automatisch zwischenspeichern, kann ich es in Discord einfügen. Ja, ja. Macht das ja auch nicht so oft. Auf Plus drücken. Bilder. Screenshot. Jetzt gucken, ob das Richtige ist. Ich hätte gerne das Katana, hey. Das ist das Katana schwer zu kriegen. Hat nicht Jeroka letztens gemeint, dass die Katana kriegt man bei so einem grünen Punkt? Da ist so eine Höhle? Da wo man hätte man von Anfang an holen können? Oder ist es... Das Snapping, hier, guck mal, was das Snapping-Tool gemacht hat. Ich sehe noch nichts. Ja, warte, 6 MB ist das Bild groß. Guck dir mal an, wie das Snapping-Tool gefotografiert hat. Ich sehe ja nichts. The fuck, was ist das? Warte. Der hat die Karte irgendwie nicht auslesen können, siehst du das? Ja, genau, da ist es richtig. Ja, an der Stelle habe ich gemeint. Ja. Ich sehe es ja. Voll bescheuert. Yeah. Nicht gerendert irgendwie. Ja. Ich probiere es jetzt mit der Print-Taste, warte. Nee, braucht nicht. Alles gut. Ich bin, dann habe ich die Orientierung falsch gehabt. Ich bin dann hierher gelaufen. Alles gut. Glaubt ihr ja. Alles gut, okay. Ist auch richtig. Am Heli vorbei eine Stärkung. Ich gehe jetzt zu dem Koffer und loote den. Hey, es ist so schön hell. Es ist so schön hier. Ich gehe mal kurz speichern zu dem Ding da. Ich gehe mal kurz speichern hier.
Außer hier ist auch schön, können wir auch eine Base machen. Mhm. Warum? Aua! Himmelfresse. Aua. Du Himmelfresse. Oh, Koffer. Gut. Ja, ja, alles wieder neu, weil wir eben gespawnt sind, ja, geladen haben. Oha. Ja, alles voll. Aber wir brauchen jetzt kaum was, weil wir nichts benutzt haben vorher. Granaten, die braucht man immer. Wo? Blau? Okay, geil. Pass auf, da schauen sie mal welche an, die sind nicht so, die wollen das Loot auch haben, also die Loot auch haben, ja. Genau wie vorhin sind sie auch wieder da. Verbügeln! Das sind weniger bis jetzt. Geil. Ich hab wirklich bald alles voll. Meinst du die Stärkung hier, Kalle, oder was meinst du genau? Gibt es beim Heli eine spezielle Stärkung? Nee, oder? Oh, ich hab Druckerharz. Vorsicht. Wir müssen nachher mal zum 3D-Drucker gehen. Weiß nicht, wo der ist. Ja, wir müssen mal vor allen Dingen irgendwas machen. Laufen, einfach weitergehen. Bin ich ja schon. Ich warte auf dich. Bin schon ein paar Meter weiter. Und jetzt ruckelt's wieder. Kann man denn zum Heli ins Wasser? Nee, oder? Nee, oder? Hier ist nichts. Nein, aber nichts. Ja. Beim Umschauen ruckelt es jetzt immer so komisch. Der liegt an Land? Fuck, was ist denn der? Ich bin doch in der Höhe vom Heli hier. Was ist denn der Heli? Ich bin doch genau hier. Ne, der ist am Wasser. Kalle sagt, liegt am Land. Vielleicht ist nur so angezeichnet, dass er am Wasser wäre. Ey, da wäre ja hier was. Man stürzt doch im Wasser. Ach nee, das ist ja aber unterschiedlich, ne? Alter, ich glaube, wir waren, als wir hier gestartet sind, sind wir im Wasser gelandet. Und jetzt sind wir hier. Ja, sind wir geschwommen. Genau. Ja, genau. Wir sind im Wasser abgestürzt. Im Land geschwommen. Vielleicht bist du halt am Land gelandet, also am Strand gelandet, Kalle, weißt du? Wir sind halt im Wasser gelandet. Genau. Okay, also wir müssen halt aufpassen. Aber dann müssen wir den ganzen Weg entlang gehen, wieder zurück. Es gibt am Strand noch mehr Boote. Und bei den Booten ist halt auch die Machete und so. Da ist noch Stoff. Aber der Bereich ist von unserem alten Haus, wo wir zuerst waren, rechts am Strand entlang. Ich will so ein Quad haben, wie David Hasselhoff damals bei Baywatch. Eins für den Golf-Caddies da klar machen. Ja, dann geht denn das nicht? Dann würde man das Spiel vermutlich Mist nennen. Was ich übrigens ganz cool finde, wie Max, findest du das gut? Was? Mist? Mist of Pandora? Nee, was? Habe ich schon mal gehört von dem, aber was? Das ist auch so ein Survival-Game, wo ab und zu so ein komischer Nebel kommt und dann irgendwelche Zombies da rauskommen. Das ist noch ein bisschen indiehafter, würde ich sagen, als das hier. Trotzdem ganz witzig. Okay. Also ich schätze mal, dass Icarus gefallen wird, weil du kannst du bauen, Alter. Da kannst du bauen, das wird dir gefallen. Weißt du, ob du damals ein bisschen geschaut hast, oder damals kannten wir es noch gar nicht, gell? Ja, du hast das kurz davor gespielt. Ich hatte das seit 200 Stunden gespielt, einen ganzen Monat halt. Wird dir gefallen. Also Server habe ich aufgesetzt. Ich finde da arg deutlich besser, ehrlich gesagt. Ich habe das schon so ein bisschen gesehen.
Ich fand, das wurde ziemlich schnell recht langweilig. Ist das nicht das, wo du immer wieder auf einem Planeten neu landen musst und immer wieder von vorne spielst und sowas? Naja, ist er nicht mehr, weil jetzt Open World und Server ist, so wie bei Ark. Ist er nicht mehr. Du kannst immer wieder auf die Station hoch, dir ein paar Sachen kaufen, wieder runterkommen. Ist er so, nicht also mehr. Da haben die schon was geändert, das kenne ich nämlich gar nicht, okay. Gibt's ja auch jetzt seit 3-4 Monaten, seit Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres. Es gibt ja den Modus, wo du einfach landest, machst die Mission und gehst wieder hoch und du verdienst dir dein Geld damit. Du kannst dir dann Sachen kaufen, halt Sauerstoffflaschen, Äxte, Hämmer, Rüstung, alles. Und da tust du halt mehr oder weniger so Missionen machen. Na, so wie zum Beispiel, ah, geh runter, zähl mir einen Rex und verdienst du Geld, du gehst hoch und kaufst dir damit was. Und dann fängst du nicht von null an. Sondern hast ja schon so eine Art Startrüstung. Und jetzt ist halt der Open-World-Modus da. Es hat nur Beta-Dedicated Server, habe ich halt schon fertig soweit. Und dann, ja, wie bei Ark. Da kannst du aber landen in der Kapsel, du kannst bestimmen, wo du landest. Kannst du dann trotzdem mal wieder hoch in die Station, ein paar Sachen kaufen, wieder landen. Das müsste nochmal liegen. Habe ich halt probiert, geht halt. Habe ich alles getestet. Mensch, musst du nie Pause machen. Nee, Powermaschine. Ich bin nicht ganz schon mal gelaufen, ich kenne die Wege, weißt du? Und du musst dann sagen, wo Stopp ist, weil du hast ja das Ding noch auf der Karte, ich hab's ja nicht mehr. Ja, das kann dauern. Also ich würde sagen, mit Icarus würde einfach mal da anfangen. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja aufhören. Ich mache einfach weiter, ich spiele immer mal wieder. Ja, du brauchst es dir gar nicht holen erstmal. Du kannst es ja von mir spielen. Ich habe das Spiel ja. Ich habe eigentlich gerade erst noch Minecraft vor das Projekt. Baste ich schon ziemlich lange dran. Achso, er holt sich die Gnade auf dem Gummiboot. Mumops. Also ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Okay. Deswegen würde ich da doch mal vorschlagen, einen Tag am Abend oder so, mal eine Nacht halt, wie auch immer, einfach mal Icarus zocken. Und dann kannst du dir mal anschauen. Ich zeig dir das halt okay. Dann, wenn du willst. Du zahlst da nichts. Ich gebe das einfach frei von mir. Ja, wenn das besser läuft als das hier. Natürlich läuft es besser. Zieh mal, also, ja, lol. Ja, na klar. Aber hier am Strand geht's, ne? Ich glaube, die Höhlen sind nicht gescheit gepolished oder sowas, vielleicht einige Sachen. Das Spiel ist einfach noch nicht fertig, also noch lang nicht. Ja, aber auch im Wald, okay, das ist. Oder als du letztens den Tag die Fackel rausgenommen hast. In der Sekunde, wo deine Fackel den ersten Gegner geschlagen hat, buff, ruckel da. Oder bei mir war es so, wenn ich die Axt auf die Axt gewechselt habe, mit dem ersten Baum angeschlagen, war kurz Freeze und dann ging es weiter. Dann wenn es nur mal kurz Freeze wäre, das wäre ja schön. Ja, nee, ab da, an so einem Zeitpunkt, wenn es bei mir einmal kurz Freeze, ruckelt es halt bei dir. Ah. Das meine ich. Ja. Oh Gott. Sollte das diese Unity Engine nicht irgendwie besser können? Normal, ja. Geht ja auch bei anderen Spielen ganz gut, aber Forest war nie so geil mit dem Ganzen. Ja, aber das ist doch in der Engine drinne, haben sie die kaputt Verstehe das immer nicht. Also, das muss doch eigentlich erstmal grundsätzlich laufen. Ich weiß halt nur, dass wenn du etwas im Multiplayer hast, musst du halt am Netcode halt arbeiten. Für online. Das ist halt, wenn dein Spiel im Singleplayer, da ist ja das Boot, oder? Nee, ist nicht. Wenn du das Spiel im Singleplayer programmierst, ist alles ganz einfach. Aber sobald du Multiplayer-Optionen reinbringst, musst du halt irgendwie den Netcode alles gescheit programmieren, dass das läuft mit mehreren Leuten. Den musst du anpassen, ja? Genau. Und das, je größer die Welt wird, umso mehr musst du es halt einfach machen. Ich weiß halt, da hat mal ein Programmierer gesprochen, dass anscheinend Multiplayer viel, viel komplexer ist als Singleplayer. Ja, also Netcode ist schon mit das Schwierigste. Ich habe auch mal versucht, einen eigenen zu schreiben. Ich habe irgendwann das Interesse dran verloren, habe mir gedacht, ich nehme mir was Fertiges.
Ja, ist ja auch gut. Weil da machen. Das machen da Profis. Das, ja, klar, die machen. Die können es schon und fertig. Da ist das Gummiboot, vorne rechts. Ist es schon. Ich habe ja da auch ein Haus hingestellt. Aber von man kann nicht irgendwie von einem Haus zum anderen teleportieren? Hey, lol, genau den Gedanken hatte ich auch, als ich hier gelaufen bin. Genau den Gedanken ich auch. Nee, geht nicht. Noch nicht. So, da wäre das. Müssen nur von vorne vom Strand halt hin. Weil hier ist er noch daheim, muss schon den nächsten Punkt halt nehmen. Okay, dann bin ich den ganzen Weg zurück, bin zu unserem alten Haus, dann musst du weiter rechts gehen, dann holen wir dir auch die Machete. Wir gehen noch spazieren ein bisschen. Also das hier sieht schon fast wie beim ersten Teil aus, die Ecke. Ja? Ja. Ich diesen, erinnere mich wie... Diesen Stein oder wie, was? Wie Grandfather Gronk so da lang lief und dann ist er irgendwie zu der Klippe nach links gelaufen und da hat er dann seine erste Hütte gebaut und das hier sieht so ein bisschen sehr ähnlich aus. Zumindest teilweise. Das Wilde an Icarus ist halt, dass du auch skillen kannst. Du kannst halt dann skillen, sonst hast du mehr das Skilltrees, dass du mehr so Bogenschütze wirst, Waffenschütze, dass du mehr aushältst, dass du mehr lootest. Ist ganz interessant. Das geht bei Arkham Mods auch. Und bei Minecraft. Was? Das habe ich gar nicht gerade gesagt. Ich habe vergessen. Was? Es geht bei Arkham und Minecraft auch. Was? Geht. Geht. Ich hab gerade vergessen, was ich gesagt habe, weil ich gerade gelesen habe, was Kalle wegen Teleportation geschrieben hat. Was habe ich gesagt? Ja, wegen Skillen, dass man das da auch kann. Ach so, okay, hab ich vergessen, was ich gesagt habe. Ist bei den meisten Spielen so. Ja, also hier kannst du dann schwimmen. Also ich bin von hierher geschwommen, es war für mich der kürzeste Weg. Oder von da ist erwischt. Schwimmen mit Tauchanzug nicht schneller? Da du ja TeamViewer drauf hast, ist es ja perfekt. Weil ich muss mich halt einmal mit meinem anderen Steam-Account bei dir einloggen, damit ich dir alle Spiele freigeben kann. Wenn wir über TeamViewer machen. Und dann kannst du Icarus spielen. Von deinem Account aus. Kennst du da, oder? Mit dem Sharing? Ich habe das letztens mit Voodoo gemacht. Jetzt kann ich deine Spiele spielen. Ich weiß aber nicht, was das mit TeamViewer zu tun hat. Das musst du einfach noch Family-Option anschalten. Nee, denn... Nein, musst du nicht. Voodoo. Na, so geht das nicht. Beherrsch dich. Es ist so, dass der Account, auf dem das Spiel ist, einmal eingeloggt werden muss auf dem Computer. Und dann gibt er seine Sachen frei. Und danach kannst du auf deinen normalen Account wieder einloggen. Dann sind alle Spiele auch vorhanden, die der Account hatte davor. Glaubst du es nicht, er taucht schon wieder nicht auf. Was denn? Er taucht nicht auf. Du musst doch eigentlich nur nach oben schwimmen, ne? Ja. So komisch mit Leertaste. Und schau, dass du das Schiff loslässt, damit du jedes Mal zwischendurch Energie hast. Also ich mache immer so, ich laufe mit Shift, bis es ein Drittel ist, lass das Schiff los, geh normal, dann mache ich wieder Shift, weil im Lauf tut er das Schiff regenerieren. Zum Hai habe ich ihm ja schon erzählt. Als ich das erste Mal geschwommen bin, Kalle, war kein Hai, das zweite Mal geschwommen bin, habe ich nirgends von unten gekratzt. Ich hatte zwei Rüstungen an, die waren weg und dann gut 20% vom Leben, das war's. Man hatte mir erzählt, wenn man auf das Boot geht, kann ein Hai irgendwo spawnen, dann kannst du den vielleicht abschießen oder so, aber bei mir war halt nichts. Das hat mir jeder was anderes erzählt bei diesem komischen Ding. Bei mir war halt nichts. Ich gehe hin, hab gelootet, komm zurück, fertig. Und nur einmal, als ich im Wasser war, hat mich zum zweiten Mal kurz ausgestochen. Beim ersten Mal war gar nichts.
Jetzt haben wir zumindest Sonnenuntergang gesehen. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ja, und dann können wir direkt hier speichern, dann können wir da weitergehen. Wieder zurück und dann an unserem Haus vorbei, dann holen wir dir auch die Machete. Und dann würde ich... Karl, ich habe mal eine Frage... Das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Also, es hat nichts mit Icarus zu tun, es hat mit Steam zu tun. Du musst den Account, den du sharen willst, der muss einmal auf dem Computer eingeloggt sein. Wenn ich alle deine Spiele spielen möchte, musst du einmal dich in meinen PC einloggen. Weißt du? Und so muss ich mich halt bei dir einloggen, auf deinem Rechner, damit das halt freigegeben wird. Entweder du fährst mit Dachs hin, oder ihr macht das über Team. Das funktioniert bei mir anders, nee. Bei mir geht das über E-Mail-Adresse und... Nein, lass mich mal erklären. Also... Wir haben es ja letztens gemacht hier mit Voodoo, deswegen wissen wir ja, wie es geht. Wenn du jetzt meine Spiele spielst... Schlafen, speichern. Dann logge ich mich über TeamViewer auf deinen Computer ein. Dann gehe ich mit meiner Maus zu deinem Team, logge mich da aus und melde mich mit meinen Accountdaten bei dir ein. Ne? Also auf deinen Computer. Logge ich mich mit meinen Daten ein. Genau. So, dann aktiviere ich dieses Family, dann logge ich mich wieder aus und dann loggst du dich wieder mit ganz normal mit deinen Login-Daten ein. Und dann hast du Zugriff auf alle. Automatisch meine ganzen Spiele. Also wir haben es dazu gemacht, deswegen weiß ich das. Du musst das doch nicht so kompliziert machen. Du musst du einfach nur in die Option gehen und den Family-Modus einschalten. Ja, aber das muss ich mit meinen Login-Daten auf deinen Rechner machen. Nein, du musst das auf deinen Rechner machen. Nein, woher will mein Rechner wissen, welcher dein Rechner ist? Das weiß er doch gar nicht. Junge, ich nutze doch den Family-Modus mit Leuten. Du gehst in die scheiß Einstellung. Komm mal kurz speichern und schlafen. Dass Jens auf deine Sachen zugreifen darf und dann gibst du das frei. Fertig. Ja, da musst du nicht irgendwelche Account-Daten über Steam. Nein, das weiß ich. Ja, weil ich mich bei dir eingeloggt habe mit meinen Daten. Deswegen weiß. Also stopp, Junge, Voodoo, stopp, raffst Voodoo. Du es nicht. Du musst vielleicht, nicht vielleicht geht's eingeben auch ohne. Bei irgendwem. Vielleicht geht's auch anders. Vielleicht geht's auch anders, ich weiß das es nicht. Das zeige ich mir. Dann, okay, dann machen wir das mal. Genau, ja, geh doch in den Einstellungen, geh auf Family. Und dann gibst du unter freigebenden Leuten, gibst du meinen Namen ein. Und dann kriege ich eine Nachricht, ob ich das haben will. Und dann aktiviere ich das und gut ist. So, ich habe jetzt hier Family offen. Da sehe ich hier diesen Computer autorisieren. Ja, schlafe. So. Jetzt sehe ich hier Gax drinne, noch ihn. Schläfst du? Ich habe ja kein Feld, wo ich dann sagen kann, hier neu. Doch klar, du musst den da hinzufügen. Andere Computer, so, da gehe ich drauf, Family Bibliothek verwalten. Da kann ich nur verwalten, aber keinen hinzufügen. Ja, kann ich nicht. Family verwalten. Ja, da kann ich dann eben halt einstellen, welche Spiele ja, nein, ist das altersgerecht, ja, nein. Punkt, geht nicht. Das muss gehen. Ja, eben nicht. Deswegen ist ja die... Ja, ich kann hier einen Haken... Bei Gax kann ich jetzt einen Haken rausmachen. So, mache ich den Haken raus, hat Gax automatisch keinen Zugriff mehr auf meine Spiele. Ja, eben. Ja, aber hier stehen... Hier kann ich keine Liste erweitern. Ich kann nur Haken raus, Haken rein machen. Das sind die Leute, wo ich mich mit meinen Daten auf deren Rechner eingeloggt habe. Anders kenne ich das nicht. Anders geht's nicht. Doch, wir machen das ohne... Ja, wenn es anders geht, ist dann spannend. Machen wir so, wie Jens sagt. Also, können wir nachher machen. Wenn du willst, können wir morgen die Icarus-Nacht machen, wenn du Lust hast. Können wir mal testen, nach dem Raid bei mir um 10 oder so. Habe ich Zeit. Oder halb 10. Morgens oder abends? Ach so, abends, Gottes Willen. Abends? Ja, abends. Ja, muss ich morgen gucken. Das weiß ich noch nicht. Musst du da runterladen, das Ark. Das ist Icarus, da glaube ich... Download 40 bis 80 GB, hast du gefreiboard, Sophie? Aber ich sehe gerade, mein Kollege ist gar nicht mehr drin. Ach, den habe ich mal rausgenommen gehabt. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht haben die das auch geändert. Ich will jetzt nicht sagen. Also ich kenne es schon, das war schon immer so gewesen. Du musst dich Nein. Das war eigentlich schon immer so. 57, okay, da lädst du dann glaube ich nur 20, 30 und lässt du Impakte.
Ja, wir können es dann nachher ganz entspannt machen. Wenn wir dann aufhören mit Forest, gehe ich dann off und dann können wir noch ein bisschen quatschen und machen, dass du das einrichten. Ganz entspannt, so nach dem Stream. Ist doch kein Problem. Und dann lädst du halt runter, morgen können wir dann probieren. Und generell ist das bei Icarus ein bisschen anders als sonst bei allen anderen Spielen, was das Prinzip in Server und sowas angeht. Das ist halt etwas wild. Hier, guck mal, das steht ja auch so geschrieben auf Google. Möchten Sie Ihren Steam-Bibliothek nun für Familie freigeben, loggen Sie sich auf den Computer der Person. Okay. Ja. Ist tatsächlich so. Ja. Es war mal anders. Ich kenne es wirklich nicht anders, weil damals, wo es rausgekommen ist, habe ich es ja gleich mit einem Kumpel getestet. Es war ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky, warum das ging dann nicht gleich, aber ich kenn keinen anderen ob Weg. Man das also, Katana besorgen kann, ohne viel Spoiler. Brauche ich die Schaufel oder was brauche ich? Ich würde das Katana halt haben wollen. Ist das schwer zu holen? Da war ich bei Hamster gewesen. Und kann man das Katana holen, bevor man die Schaufel holt? Und dann habe ich ihn zu Hause frei. Das wollte ich fragen. Nö, steht ja auch hier. Sollst dich da einloggen. Ja, das können wir halt dann per Team Viewer machen. Deswegen brauchst du Team Viewer. Dadurch hast du es ja okay. Und ich kann doch die Oder Daten geben, ist egal. Das ist halt mein Server-Account. Da habe ich halt Ark drauf, da habe ich Icarus drauf. Da habe ich alle Spiele, die Server haben, habe ich halt. Ach nee. Ich brauche die Spiele halt immer zweimal, weißt du? Einmal. Ich versuche schon die ganze Zeit, dass wir schlafen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ja, immer quatsch dazwischen, wa? So. Okay. So. So. Ja, dann gehen wir weiter. Achso, ich muss. Boah, essen, trinken, mein Char ist tot. Alter, ich war seit 2 Tagen nicht mehr WoW. Rottenfleisch jetzt hier. Ja, na klar, alles rotten bei mir, ey. Obwohl es Speckstück. Ist gut. Ich glaube, den Modus haben sie jetzt abgeändert, damit nicht mehr jeder mit jedem den Account teilt. Genau. Gehe ich mal von aus. Das war nämlich wirklich mal anders. Na gut. Ich habe gesehen, die haben die. Also früher kannte ich das so, du konntest nur maximal 5 Leute in die Liste eintragen. Ich glaube, das haben sie mal jetzt erhöht, sogar auf 10 oder so. Also ich glaube, ich hatte 1 oder 2. Okay, 10 ist schon ganz schön viel wert in so einer Familie. Ja, die rumbumsen. Ich meine die. die Rammler. Die Ehen bumsen rum und dann bumsen die. Was rausgekommen ist, die bumsen dann auch rum und dann wird die Familie immer größer, bis die Ehen mal sterben und die Familie ein bisschen kleiner wird. Ja. Jetzt bin ich voll. Ach was, Cousine, Onkel, dies, das, ja, okay. Gax, wieso hast du wieder Quests? Ich dachte, du hattest keine mehr. Keine was? Ich dachte, du hattest keine Quests mehr mit dem alten Ort und der 74. Was ist denn Graphis? Crashes! Achso, doch, habe ich doch die ganze Zeit. War doch vorhin erst gerade. Naja, und was hast du denn jetzt wieder? Altes Board und die neue Grafikkarte. Nee, ich hab es sowas jetzt, wie es laufen sollte, aber es läuft halt nicht. Er stürzt trotzdem ab. Nur in dem Spiel seltener als in anderen Spielen. Also dein aktuelles Board und die neue Grafikkarte. Genau. Aber wo du dein altes Board hattest, hast du gesagt, hast du Kinder. Ja. Hier bei dem jetzigen geht die 2070 auch gut. Ich will ganz Zeit was trinken. Mehr Wasser ist ja nicht so, ne? Genau, deswegen habe ich Energy Drink genommen und bin auf 100% alles, habe gegessen und warte. So, loslegen hier. Ich bin fertig. Okay. Dann. Dann, wie gesagt, dann würde ich halt
mich über TeamViewer, du bist ja dabei. Nachher da einloggen, das Family-Ding freigeben, dann kannst du runterladen. Und der Account wird ja nicht gebraucht. Erstmal bis ich. Ja, gut. Erstmal nicht, bis ich irgendwelche anderen Sachen mache. Und dann musst du halt so halt nichts zahlen, kannst du testen. Ich nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nicht so die Lust auf die Cowboys. Nee? Ich glaube nicht. Ich muss mir das mal überlegen. Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen. Achso, es wäre nur die Gelegenheit, weil ich fange halt die Tage dann an. Sowieso. Ich mache das halt alleine. Wenn jemand mitmachen will, macht er mit. Ich mache halt die neue Welt, die ich auch nicht kenne. Und ich stelle halt das auf hart und fertig. Und dann verdeckt. Ich überleg mir das bis morgen. Wo war denn der Jens die ganzen Tage? Erzähl mal. Wer, ich? Ja. Schlafen, essen, am Computer basteln. Filme geguckt, am Computer basteln. Noch mehr am Computer basteln. Hast du mitbekommen, woran es lag, dass mein Computer nicht lief? Ich? Budo? Na, ich weiß noch nicht mehr. Also doch, das. Irgendwie hat Gaxo erzählt, irgendwas. Okay, mein Rechner stürzte die ganze Zeit immer ab oder lief ganz komisch und die Moral von der Geschichte war Lasertreiber. Den musste ich wohl nach dem CPU-Wechsel nochmal neu installieren. Hä? Ja, du musst diesen Laser-Software beeilen. Das reicht schon, wenn du die USB-Peitsche, die ich durch den Raum gelegt habe, wenn ich die rausziehe aus dem Computer und wieder in die Slots rein, also in die USB-Ports wieder reinstecke, muss ich meistens schon den Razer-Software neu installieren. Aber ich Trottel vergesse es halt manchmal auch. Oder du denkst einfach nicht daran, so nach einer CPU musst du einen Razer-Treiber neu installieren. So. Ihr habt doch nie einen CPU-Treiber, ihr habt den installiert. Nee, der Razer ist nicht CPU, sondern so Maus und Tastatur und solche Geschichten. Ah, oh, ich denke, ich dachte hier, der AMD-Razer. Razer. Ach so, ein Scheiß. Du musst jedes Mal, wie wenn du irgendwas an der Hardware änderst, musst du diesen Razer Maustastaturtreiber neu installieren. Das ist total ätzend. Ja. Aber Humops, du weißt halt nicht, was dazugehört, oder? Um da reinzukommen. Ob man dann eine Schaufel braucht, ob man da tauchen muss, ob man da in den Bunker, oder? Oder ob du Keycards brauchst, um den Bunker fürs Katana. Oh, ich hab mein Bier vergessen. Aber ist doch, aber Bier vor vier, was denn jetzt? Okay. Weil Humor schrieb halt auch, dass man da in einem Bunker rein muss, das ist heftig und sowas. Aber egal, unser Ding ist jetzt, wir holen jetzt, also der Plan ist jetzt, wir holen jetzt erstmal die Machete für Jens 1800. Und dann gehen wir in die andere Höhle und holen uns die Schaufel. Und wenn wir die Schaufel haben, kann man eh vieles machen. Anscheinend. Was kann man denn noch mit der Schaufel machen, außer graben? Oder geht es darum, was man ausgräbt? Das weiß ich ja gar nicht genau, weil ich war an ganz vielen so Points of Interest, sage ich immer, und da musste man immer graben. Keine Ahnung. Stimmt. Oft war, Punkte, die wir abgelaufen sind, ja. Ja, genau, da konnten wir manche gar nichts machen. Also ich habe einen Bunker habe ich mal kurz gesehen, das sah eigentlich voll winzig aus. Ich war gerade im Bunker vorhin, als du da in dem Hausbaum warst, einen Meter neben dir. Da war halt auch nichts, da konnte man halt auch nur rein, wenn du eine Keycard hast, das hatte ich ja nicht. Okay. Ich habe jetzt schon mehrere Bunker gefunden, wo du eine Keycard brauchst. Du siehst, das habe ich nicht mitgekriegt. Die sind da reingelaufen und habe halt gemerkt, dass die da was aufgedingst haben. Ja. Also ich wüsste jetzt eigentlich keinen Grund, warum der Icarus gar nicht gefallen würde. Das ist halt im Endeffekt
aktuell noch das bessere Ark. Es ist halt wie Ark. Es ist halt wie Ark, nur halt nicht ohne Dinos. Aber das Bausystem ist cool. Die Wetterfunktionen sind krass. Und wenn... und... Wetterfunktionen, warum? Es gibt verschiedene Arten von Wetter. Das kann dein Haus, kann Blitz einschlagen, das kann verbrennen. Der ganze Wald kann brennen, die Bäume können umfallen, dann kann dein Haus auch Feuer fangen. Du musst halt... das ist halt... Das Wetter hat auf dich Einfluss, ob du schnell läufst, langsam läufst, ob dir kalt ist, ob dir warm ist. Also es ist halt schon wild. Ich hoffe im Sommer, Humops. Du hast ja, wenn du irgendwie zum Arzt oder so gegangen bist, immer Videos von Ikorus eingeblendet. Hab da immer nur gesehen, wie du Steine sammeln warst. Ja gut, das ist halt quasi... wie bei Ark, wenn du was baust, dann musst du ja auch viel farmen, ne? Ist ja normal. Ja, aber Ark ist ein bisschen schneller. Das ist nicht so... Ja. Das auf jeden Fall ist da viel Action, weil das sind, und dann in den Welten sind Wölfe, sind Pumas. Und du kannst auch Tiere zähmen, die dann zum Reiten nutzen und sowas. Das geht mittlerweile jetzt auch schon. Genau, ist eh schon was, Kalle. Cool. Boy. Ich sag nur, es ist halt eine gute Gelegenheit, weil ich halt sowieso anfange, einfach dabei zu sein am Anfang. Und dann, ob du noch Lust hast, musst du nochmal Schweine und überwinden, dass du einfach einen Tag das probierst. Fertig. Einfach einen Tag. Ich gucke das eher nochmal bei euch an und dann entscheide ich. So wie es auch bei WoW schon gemacht hat. Bei WoW ist eigentlich gut, dass ich nicht gleich mitgemacht habe, weil das hätte ich 10 Minuten gespielt und mir gedacht, Mensch. Ja, aber bei Ikorus weiß ich nicht. Was willst du anschauen? Wie ich anfange oder was? Ja, so allgemein so. Ob mir das liegt. Ja, wenn du Ark magst, wenn du das magst, es ist halt das gleiche oder ähnlich. Minecraft, Ark, das hier ist so. Ja, aber nee, ist effektiv so. Ich spiele auch nur die Spiele. Zum Beispiel habe ich eigentlich immer nur PvP gespielt. Und Minecraft ist eigentlich komplett was anderes. Ja, Minecraft habe ich mehr mit 7 Days to Die verglichen, so. Ja, da kannst du ja auch in den Boden bauen und alles. So graben und buddeln und unten irgendwelche Metalle und sowas finden. Zwar keine und Dias, aber andere Sachen. Mit Mods hast du bei Minecraft auch alles, was du eben aufgezählt hast. Wetter und Feuer, dass die ganze weiterfackelt und sieht halt alles halt nach Lego aus. Aber da fällt mir ein, es gibt einen coolen Lego-Mod von Minecraft, der sieht echt nice aus. Und das mag ich halt nicht, dass es so ausschaut, wie es ausschaut. Arg. Ist aber nicht so verbuggt wie die ganzen anderen Spiele. Und das Tolle ist halt, weil du, falls du dafür nichts willst, du halt freigeben. Weißt du? Und ich weiß gar nicht, ob du durchs Zuschauen eigentlich viel entdecken kannst, weil das Spiel ist jetzt anders, weißt du nicht? Es ist jetzt einfach, es ist halt jetzt Open World. Davor waren immer nur so kleine Missionen, kleine Terrasse, wo du reinkommst. Jetzt hast du Open World, ganze Insel mit Bossen auf der Insel. Und die kannst du dann angreifen und so und looten und alles Mögliche. Also Valheim bloß als Ego. Also Valheim würde mich mehr interessieren. Ehrlich gesagt. Das mache ich vielleicht irgendwann. Das ist, weil es hat ja gerade gesagt, Mudo, Valheim nur als Ego-Perspektive. Passt doch. Da war nicht mal Ikorus hier irgendwie wieder auf dem Planeten landest, musstest genau, du, es wählen, ist jetzt, dass es ist du jetzt deinen Planeten wieder verlassen kannst und den genau, es ist. Planeten. Es ist. Ja, musst du ja nicht. Es ist jetzt ein neuer Planet da draußen, die kenne ich noch gar nicht. Ja, aber genau das ist das, was ich auch gesehen habe. Und das wiederholt sich dann die ganze Zeit. Ne, eben nicht. Ja, eben nicht, weil es ja jetzt... Ja, zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Genau, weil es ja jetzt dedicated Server... Normalerweise hast du nur spielen können, wenn einer da ist. So wie, so Koop-mäßig halt, weißt du? Nur wenn einer da ist, der den Server aufmacht oder so ein Scheiß. Das ist ja gut. Eins ist wieder Chor. Und dann Chor. Ja. Da steht bei Steam.
Unfair. Ich darf nicht. Ja, ich habe noch getötet. Bin noch der Beste, der Killer als du. Noch, bis du Machete hast. Ich würde einfach rübergehen, aber wenn ich gestochen bin, ist auch egal. Habt ihr den Film gesehen? Machete? Machete? Ja. Ist ganz witzig gewesen. Ich glaube, so ein Rodriguez-Film oder sowas müsste das sein. Oh, du läufst auf dem Wasser von meiner Warte aus. Der Beste. Ja. Weißt du ja, wer ich bin? Also, wie du mich jetzt ansprechen musst. Soll ich dich Jesus? Ja, okay. Jesus. Wird gemacht. Gottes Willen, schrecklich. Jesus. Jesus, warte. Kann ich so schnell laufen? Ich schwebe halt, deswegen gehe ich schneller. Bitte mach aus Wasser Wein. Weißt du, warum ich das Ecos mit dir feiern würde? Weil du bist auch entspannt und machst das Ganze langsam und so. Ich habe ja damals mit Jungs gespielt, was ich ja doch gefeiert habe und super fand. Die waren so schnell in allem. So schnell und ungeduldig. Wir sind eh schon da. Und ich habe halt einfach nur... Ich war noch bei Tech 1 und 2, die waren schon bei Tech 3, 4. Na. Weißt du? Und war es halt schwierig. Ich kann auch von mir aus 20 Stunden mal probieren, irgendwas zu machen. Hier nochmal Granaten. Die anderen waren dann ziemlich schnell und ungeduldig. Alles klar, dann 20 Stunden bauen. Ja, oh. Na klar. Farm, bauen, na sicher. Hast du die Machete schon gefunden? Ich habe sie nicht gefunden direkt am Anfang. Warte, ich bin noch am Looten. Genau, das mal. Zelt durchgeguckt, Koffer durch. Hau ab! Hast du Machete? Granaten. Machete! Haha! Jawohl, die Sitte hätte ich auch noch nicht direkt gesehen. Gaming-Laptop ist halt immer so eine Sache, der tut ja immer begrenzen. Gaming-Laptop hat ja, was das angeht, Grafikkarte und Prozessor. Also es ist halt so, dass gewiss der Laptop nur, sagen wir mal, wenn er 50 Watt verbrauchen darf oder 100 Watt, peilt sich das auch zwischen Grafikkarte und Prozessor. Entweder das eine braucht mehr, das andere braucht mehr. Aber je nachdem, was du machst, tut er dann runterdrosseln, dann kannst du halt laggen. Aber stottern, Sound stottert, wie Ding stottert, keine Ahnung, kann da mehr dann liegen. Ja, okay. Das war doch bei mir auch, das war doch so, als wir Street Fighter gespielt haben. Da war das doch auch überfordert gewesen, mein Laptop. Und das war wie, so als wenn der ganze PC drosselt. Genau. Ja. Selbst beim Gaming-Laptop ist es scheißegal. Selbst wenn du 80 Ti drin hast bei so einem Gaming-Laptop, kann das auch passieren, weil es drosselt da einfach. Ja, und dann ist nicht mehr, und dann ist es halt nicht mehr gut aufgeteilt. Die hatte vielleicht 50 Watt zur Verfügung oder 100 Watt für Grafikkarte und Prozessor. Und wenn du was spielst, dann kann das nicht mehr gescheit aufteilen. Bist du halt dann vielleicht das manuell regelst. Nochmal. So, ich würde erstmal speichern. So. Okay. Also, da kann theoretisch gesehen auch die beste Hardware drin stecken in den Laptop. Wenn der dann zu warm wird oder zu viel Strom abzieht, dann fängt er leider an rumzuspacken. Das habe ich leider auch. Jetzt lass uns mal zu unserem Zuhause gehen und dann in die Schaufelhöhle gehen. So, wir müssen zu unserem Nachhause. Geh da zu unserem ersten Zuhause, gerne mit dem Wasserfall nach oben, da müsste ein anderes Zuhause sein. Da, wo der Kelvin halt ist. Achso, Entschuldigung, Jesus. Gott, hör auf dazu. Bei den Premium-Geräten, bei den Terrain. Ja, hör auf, das war nur Spaß. Das ist Katastrophe. Voll die Droge hier, hörst du? Ja, was? Jesus. Ich fackel nicht gleich ab mit meinen Händen, schieße ich Blitze. Gut, bin ich Imperator. Jesus, Entschuldigung, Gronk, Gags, was wollte ich sagen? Wir haben am gleichen Tag Geburtstag, Gronk und ich. Ja, ja, am 10. Was, warte mal. 10.4. Ja. Er ist 78, ich bin 80. Ja. Ich war gerade am 4.10., 10.4., irgendwie sowas, wusste ich noch. Das ist mein Invert-Geburtstag, 4.10. Hat mein Kumpel früher auch mal gratuliert. Ich verwechsel ganz gerne mal Invert-Sachen.
Mhm. Manchmal gratuliere ich den Leuten dann im Juni und dann haben sie im Dezember so irgendwie das sind, nee, keine Ahnung. Wenn du auch zweimal Geschenke gibst, ist ja egal. Guck mal, die Apple-Dinger, die drosseln nicht, ne? Die können voll Power durchlaufen. Das muss man denen ja schon lassen. Soweit ich weiß, drosseln die kaum. Und ich denke mal, so die teuren Premium-Laptops, die sollten das eigentlich auch, sollten eigentlich auch eine gute Kühlung haben. Was bei Laptops auf jeden Fall hilft, ist so ein Kühlboard, was ich mir mal gekauft habe. Also, was Kalle da schreibt, das ist halt extra Windows. Das ist ein Blödsinn. Du brauchst, keine Ahnung, was das ist, Alienware oder irgendein Scheiß, du brauchst von dem Hersteller, gibt es dann gewisse Software oder Gigabyte oder was du da alles hast, weißt du nicht. Aurus-Laptop. Die haben extra eine Software, die können regeln, wie viel du von der Grafikkarte brauchst. Oder wenn es Intel ist, Intel-Prozessor, kannst du extra sagen, dass der Prozessor nur noch so und so viel Watt braucht. Und die Grafikkarte kannst du auch regeln. Normalerweise soll es es von alleine machen, aber wenn es scheiße eingestellt ist. Also brauchst du mehr eine Software, die das Ganze regelt. Wenn es ein Aorus Gaming Laptop ist, ist eine super Software dabei. Wenn es von Alienware ist, auch eine Software dabei. Du musst einfach per Software das so regeln, dass. Und du musst erstmal schauen, wie viel TDP das hat. Also wie viel Watt der sich nehmen darf. Und dann musst du es halt aufteilen, wenn es nicht automatisch macht. Genau, ich rede vom Lappy auch. Ja. Du hast da gerade geschrieben, wegen Leistungsmodus und so ein Scheiß. Das sind halt Einstellungen in Windows. Von Windows. Ja, ja, aber der Leistungsmodus, der stellt bei den Laptops meistens den V-Core und sowas auf dem Maximum und auch den Takt auf Maximum. Das kann man schon durchaus machen beim Laptop, den auf Hochleistung stellen. Ja. Aber da muss die Kühlung mitspielen. Ja, und dann hat aber die Grafikkarte keinen Platz mehr. Die wird auch übertaktet, also Hochleistungsmodus auf 100% gestellt, dachte ich. Ja, aber am Laptop ist es so, du hast halt ein Netzteil und das hat 150 Watt oder 100 Watt, keine Ahnung. Ja, ja, klar, ja, ja, das ist ja klar. Und das wird halt aufgeteilt von GPU zu CPU, deswegen solltest du halt nie etwas zu hoch takten, sondern musst du selber das regeln. Würde ich machen. Okay. Nee. Er haut mich schon wieder. Wie schon wieder? Du hast mich ist mir einfach ins Messer gelaufen, du Sack. Alter. Ich dir, du spitzt doch. Ja, dass er mehr bläst, ist ja klar. Je mehr Blasen, desto besser fühlt man sich, Kalle. Eh klar. Ja. Aber, mehr Blasen geht immer. Ja, ja. Aber es ist egal, wie viel er bläst oder nicht. Es gibt einfach eine Limitierung. Und wenn kennst du eigentlich noch den Blasehasen? Ja. Und wenn du dann zum Beispiel, wenn der CPU zum Beispiel 90 Watt braucht, hat die GPU nur noch 10 Watt übrig. Und dann geht das Spiel nicht. Umgekehrt genauso. Weißt du nicht. Musst halt schauen. Von Spiel zu Spiel musst du halt konfigurieren. Oh, bin ich hier jetzt gelandet? Das ist alles nur Einstellungssache, Kalle. Der Software. Das geht schon. Und wenn du sagst, du hast 3K ausgegeben, musst du halt dann schauen. Also, ist das ein Alienware? Ist das ein Aorus von Gigabyte? Oder MSA irgendwas? Hast du gewusst, dass man diese Dörfer kaputt schlagen kann? Wenn man keinen Bock auf die hat? Ganz ein Zelt und so, wusste ich gar nicht. Kannst du kaputt schlagen, die Wichser, ey, hier. Genau. Ich hab das Dorf abreißen. Hab's zerstört. Das ist kein Dorf mehr. Ey, mir glitschen immer die Tiere weg. Jetzt mal. Endlich. Einer. Du darfst den Speer nicht so halten. Du musst ihn gerade aushalten. Nicht so gespitzt, sondern hast du mehr Range. Ich ziele schon eher genau drauf auf die Viecher. In der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Was hast du denn schon alles probiert, Kalle?